Das Düsseldorfer Bankhaus Saal Oppenheim erhält in der Zusammenarbeit mit Artgate und Stahl Art Düsseldorf eine von der Künstlerin Anna Stroh gestaltete Außenskulptur. Bei der Skulptur handelt es sich um eine von Professor Friedrich Becker geschaffenen Ratschläger-Rohling. Diese Skulptur soll die Verbundenheit der Düsseldorfer Saal Oppenheim Bank mit ihrem Kölner Hauptsitz symbolisieren. Nach der Erstellung eines Realisierungskonzeptes durch Stahl Art Düsseldorf wird mit dem Projektleiter und der Künstlerin Anna Stroh die praktische Umsetzung des Ratschlägers verwirklicht. Um den Entwurf der Künstlerin zu realisieren, werden polierte Edelstahlplatten auf der Stahlkonstruktion befestigt. Die Künstlerin Anna Stroh, die bei der Installation anwesend ist, begutachtet die Qualität der Schwungbögen. Nach der termingerechten Planung des Projektleiters trifft der beschichtete Ratschläger zur Endmontage vor dem Düsseldorfer Bankhaus ein und wird installiert. Schwungvoll lautet der Titel dieser Arbeit. Zahlreiche Referenzen zu namhaften Kunstprojekten in vielen Großstädten zeichnen die Firma Stahlart im Bereich Kunstprojektierung aus. Unser hochmotiviertes Team, bestehend aus Ingenieuren, Metallbaumeistern und Facharbeitern, steht Ihnen gerne zur Verfügung. Unser Ansporn ist Ihre Zufriedenheit.